Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Architech. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie das MQTT-Protokoll mit unseren TCP/IP-IO-Modulen der MX210-Serie und der Konfigurationssoftware Architech Tool Pro verwenden können. In unserem Beispiel nutzen wir das analoge Eingangsmodul MV210-101, den kostenfreien und für Testzwecke nutzbaren Broker-Service von EMQX sowie Node-RED, welches zum Erstellen einer übersichtlichen GUI sowie für einen Subscriber genutzt wird. Zu Beginn öffnen wir die MQTT-Einstellungen in Architect Tool Pro und geben die Broker-Verbindung frei. Dann ändern wir den Gerätenamen und können anschließend die Adresse des gewünschten Brokers hinterlegen, wobei der Port standardmäßig auf 1883 liegt. Wir speichern die neuen Einstellungen nun in unserem analogen Eingangsmodul. Nach dem Auslesen sehen wir, dass sich unser Modul, welches im MQTT-Modell die Funktion des Publishers übernimmt, eine Verbindung mit dem EMQX-Broker hergestellt hat. Nun möchten wir die Temperatur, welche am ersten Analogeingang des TCP/IP-Moduls gemessen wird, durch einen MQTT-Subscriber auf einer in Node-RED erstellten grafischen Benutzeroberfläche anzeigen. Hierfür starten wir unseren Subscriber auf dem Localhost, der ebenfalls auf Node-RED basiert, und verbinden diesen über das Terminal mit dem bereits gezeigten Broker von EMQX. Anschließend öffnen wir das grafische Entwicklerwerkzeug, indem wir durch einen Browser auf die auf dem Localhost laufende Node-RED-Anwendung zugreifen. Wir stellen die über MQTT empfangene Temperatur auf einer Messskala dar und konfigurieren den Node-RED-Subscriber, sodass dieser das korrekte Topic vom genutzten Broker abonniert. Schließlich rufen wir die Benutzeroberfläche auf und bekommen die aktuell gemessene Temperatur am Testaufbau übermittelt. Die TCP/IP-IO-Module der MX210-Serie bieten aufgrund ihrer Kompaktheit und Funktionalität hervorragende Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen der Automatisierungstechnik. Laden Sie sich die kostenlose Software Architect Tool Pro noch heute herunter und lernen Sie diese kennen. TCP/IP-IO-Module der MX210-Serie können Sie über unsere Webseite erwerben. Dort finden Sie auch weitere Informationen bezüglich unserer Produkte. Bei Fragen können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir werden diesen dann schnellstmöglich beantworten. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.